haben. Oder die mindestens die Dörfer so rundherum. Ich weiß nicht, wo sie alle herkommen. Aber so eine ganz weite Anreise wie hier werden sie sicherlich nicht haben. Das Thema ist auch bekannt. Es geht eigentlich mehr heute um die menschliche Ernährung, obwohl der Professor Fink eigentlich der klassische Pflanzenernährer ist, von Hause her. Und wir uns im Düngerverein ja eigentlich hauptsächlich auch mit der Pflanzenernährung beschäftigen. Aber wenn man es richtig überlegt, wenn eine Pflanze nicht gut ernährt ist, dann kann auch kein gutes Produkt rauskommen. Und wenn der Mensch kein gutes Produkt isst, was ausreichend mit allen Nährstoffen versorgt ist, dann kann auch der Mensch nicht richtig gut gesund sein und wachsen. Und diese Brücke wollen wir eigentlich heute so ein bisschen schlagen, weil wir denken oder der Meinung sind, wir denken es nicht nur, wir sind eigentlich auch davon überzeugt, dass dieser Part der menschlichen Ernährung in Zukunft noch eine viel größere Bedeutung bekommen wird. Wir erleben zwar im Augenblick der Zeit etwas anderes, weil wir in Zeiten des Überflusses ja eigentlich leben und die meisten Menschen gar nicht, Supermarkt ist da, die Regale sind immer voll, wir brauchen nur hingehen. Das Einzige, was wir noch machen, na, gibt es noch irgendwo, wo ein bisschen billiger ist. Ja. Nicht? Es wird nicht nach der Qualität und nicht nach Herkunft so sehr geguckt, sondern Hauptsache billig muss es sein. Nicht? Und wenn noch eine Stufe unter Aldi ginge, sage ich mal, oder einen anderen Discounter, dann würden die Leute da auch noch hinrennen. Es ist leider so, wir werden diese Tendenz oder diesen Trend, der liegt ja den Menschen auch ein bisschen inne, irgendwo zu sparen. Ja. Und da will er natürlich auch am Lebensmittel sparen. Aber wir vertreten eigentlich den Standpunkt, sicherlich sparsam, aber nicht an der falschen Stelle sparen. Und das ist eine Geschichte. Und dazu müssen wir versuchen, in die Köpfe der Menschen zu kommen und das den Menschen nahe zu bringen. Ich kann nur gesund sein, wenn ich mich auch gesund ernähre und wenn ich auch weiß, die Produkte, die landwirtschaftlichen, die da hergestellt werden, die sind auch gesund ernährt und es ist auch da drin, was eigentlich versprochen wird oder was man erwarten kann. Und darum soll es heute Abend so ein bisschen gehen und deswegen ist ja nun nicht gleich um die Ecke von Kiel hierher zu kommen und war auch nicht ganz so einfach, aber trotzdem nochmal Ihnen ganz recht herzlichen Dank, dass Sie den weiten Weg auf sich genommen. Er ist ja auch nicht mehr ganz der Jüngste, muss man ja auch dazu sagen. Aber wir haben auch so ein Problem, wir haben noch eine Generation, wir haben uns vor Anfang unterhalten, es gibt noch ein paar Pflanzenernährer, aber es dauert nicht lange, weil einfach keine Nachbildung mehr da ist. Die jungen Leute, die werden uns irgendwann fehlen, die sich mit dem Thema beschäftigen und dazu auch aussagekräftig sind. Und weiß ich, Herr Professor Fink, nicht nur wirklich mit der Pflanzenernährung, sondern auch auf die Rückschlüsse, mit den Rückschlüssen zur menschlichen Ernährung wirklich mehr beschäftigt, machen ja auch nicht alle Pflanzenernährer, ohne dass ich sie jetzt irgendwie schlecht machen will oder sagen, es ist ja eigentlich ihr Job, die Pflanzenernährung wissenschaftlich zu ergründen. Und der Mensch muss ja dann seinen Teil dazu machen, aber Professor Fink hat sich dazu ein bisschen angenommen und sagt, ja, ich mache es nicht nur zum Selbstzweck, um die Pflanze zu ernähren, ich will ja auch was erreichen bei der menschlichen Ernährung und bei der Gesunderhaltung der Bevölkerung. Ja, dann kann ich uns heute nur einen angenehmen Abend wünschen und Sie haben das Wort, Herr Professor. Ja, Sie haben ja eigentlich schon meinen ganzen Vortrag zusammengefasst. Guten Abend erstmal allerseits, meine Damen und Herren. Entschuldigung, ich habe hier angefangen. Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren. Ursprünglich hatte ich vorgehabt, dieses Thema sehr viel enger zu fassen, aber durch Herrn Schützes Eingriff, vielleicht berechtigt Eingriff, ist es sehr viel weiter geworden. Moderne Landwirtschaft und Gesundheit. Man muss sagen, eigentlich ist das ein Thema für ein ganzes Seminar, ganztägig oder ein paar Tage, mit mehreren Vorträgen und das hier zusammengefasst. Aber ich werde versuchen, Ihnen das Wichtigste, sobald ich mich damit auch beschäftigt habe, näher das mal nahezubringen. Und zwar aus einer Sicht, eines der sowohl der Erzeugung nahe steht, als auch dem Verbrauch. Der Verbraucher sind wir ja letztendlich alle,
indem wir Nahrung verbrauchen und gerne gute Nahrung haben wollen. Landwirtschaft hat ja einen großen Vorzug heute. Sie ernähren uns reichlich. In Deutschland haben wir einen Selbstversorgungsgrad von 120% im Schnitt, bei einigen mehr, bei anderen weniger. Wir haben sehr reichlich Nahrung und das haben wir in erster Linie der Düngung in der Landwirtschaft zu verdanken. Aber als Dank dafür, wie das so ist im Leben, als Dank dafür wird die Landwirtschaft angegriffen. Und zwar die Mineraldünger zum Beispiel produzieren zwar sehr viel Nahrung, aber mehr Masse statt Klasse. Also sehr viel, aber nicht so gut. Der zweite Punkt ist, die Landwirte vergiften die Nahrung mit dem Pflanzenschutz. Wir haben ja in Kiel Professor Vielmann, den Brillenoptiker, den kennt ihr vielleicht manche von Ihnen, den Doktortitel verliehen, Dr. HC verliehen. Und er hat gesagt in seiner Festrede, 80% des deutschen Gemüses ist vergiftet. Das sagt Professor Vielmann, der an sich keine Ahnung hat von Landwirtschaft. Von Brillen versteht er sehr viel. Bei einem Festvortrag ist es ja nur so, da kann man nicht einfach aufstehen wie im normalen Seminar und sagen, das ist alles falsch, bitte schön korrigieren, sondern beim Festvortrag sagt man gar nichts. Man hört sich das an, wie das so ist, höflich, wie man nun mal ist. Ich habe hinterher ihm einen Brief geschrieben, was er sich dabei denkt zu sagen, 80% des deutschen Gemüses ist vergiftet, und kriege überhaupt keine Antwort von ihm, überhaupt nicht, sondern von seiner Rechtsabteilung. Ein Rechtsanwalt, Doktor, sowieso schreibt mir, wie ich dazu komme, diese Ansage anzugreifen. Immerhin ist sie von berühmten Experten, Doktoren und Professoren der Landwirtschaft gemacht worden. Ich weiß auch genau, wo das Institut ist, die das gemacht haben. Es ist heute so, dass man eigentlich für jede Ansicht sich die richtigen Experten raussuchen kann, die man gerade haben will. Das ist traurig genug. Wo bleibt da die Neutralität? Fragt man sich manchmal, die man ja braucht. Ich möchte zunächst mal einige Kapitel behandeln. Fangen wir mit den Düngern an, weil ich als Pflanzenernährer da mit am besten Bescheid weiß. Die Dünger sind ja ungefähr eingeführt ab 1900, wollen wir eine runde Zahl sagen. Und damals war es eine große Revolution. Vorher ging es darum, Landwirtschaft zu machen mit der natürlichen Bodenfruchtbarkeit, die man ergänzte durch Kompost und Stallmist und solche Dinge. Und mit einmal kommt die Wissenschaft und sagt, die Ernährung der Pflanzen, da wissen wir viel besser Bescheid, da können wir viel genauer düngen. Und die Düngung fing ja an 1830, 40 mit der Einfuhr von Chile, Salpeter und Guano aus Südamerika. Nachdem Alexander von Humboldt erfahren hatte, dass dadurch die Pflanzenerträge sehr viel besser werden. Und diese Düngung ist hier in Deutschland langsam eingeführt worden, aber erstaunlicherweise hat es sehr lange gedauert, bis es funktionierte. Die erste Zeit war eine richtige Katastrophe. Warum? Ein Bauer streut Dünger und das wirkt überhaupt nicht, zum Beispiel. Das war eine große Enttäuschung. In anderen Fällen wirkte es sehr gut und keiner wusste so recht, was eigentlich los war. Diese ganze Erfahrungszeit der Düngung, die lag ungefähr zwischen 1880 und 1920. Und in vielen Fällen die Düngung, Mineraldüngung, hat die Qualität auch regelrecht verschlechtert, zum Beispiel die Eiweißqualität, die man da ganz gut messen konnte damals schon. Also es sind im Anfang sehr viele Fehler gemacht, sehr viele Missgriffe vorgekommen, mit dem Erfolg, dass die ganze Düngung in sehr schlechtem Ruf stand. Damals gab es ja den Herrn Dr. Steiner und andere, die haben das aufgegriffen, also die Landwirtschaft, um es nochmal etwas zurückzugreifen,
ging nicht etwa mit fliegenden Fahnen auf die Düngung los. Es gab um 1900 noch, wie der Ökonom Arebo beschreibt, Betriebe, die überhaupt keinen Dünger anwendeten. 1900 noch nicht. Warum nicht? Weil die Leiter der Betriebe, die Inspektoren, das niemals gelernt hatten und auch keine Ahnung hatten und keine richtige Anweisung geben konnten. Also es war eine sehr lange Probierzeit und auch viele standen ohnehin auf dem Standpunkt, wir produzieren lieber wie E und J, wie seit Jahrhunderten, wie seit Jahrtausenden, kann man beinahe sagen. Und diese Nahrung sind wir gewohnt, die ist gut und so dabei bleiben wir auch. Und in diese Richtung hat sich auch Rudolf Steiner bewegt. Ich komme hier auf den Biolandbau, Ökolandbau nochmal zurück. Da wäre noch bei der Düngung rein sachlich die Frage, kann der Dünger, der Mineraldünger eigentlich schädlich sein? Zunächst mal, wenn man Chemie hört, kriegt man schon einen halben Schreck. Chemieunglück, Chemievergiftung. Aber bei den Düngern ist es ja so, es sind Salze, einfache Salze, die man dem Boden zugibt, um die Pflanzen besser zu ernähren. Diese Salze sind ziemlich harmlos und kann man ohne weiteres keine Schwierigkeiten sehen in der Qualität, Verminderung zum Beispiel. Aber wie ist es mit den Begleitstoffen? Die Dünger bestehen ja nicht nur aus den eigentlichen Pflanzennährstoffen, die ziemlich harmlos sind, sondern Begleitstoffe sind dabei, weil das Naturprodukte sind, zum Beispiel Cadmium, Uran und was da noch alles dabei ist. Die Düngergesetzgebung in Deutschland hat dem Rechnung getragen, indem man den Gehalt dieser Stoffe innerhalb gewisser Grenzen hält, um keine Gefahren hervorzurufen. Fangen wir mit dem Cadmium an. Da habe ich hier lange mitgemacht, die Gesetzgebung beim Cadmium. Beim Cadmium führe ich zwar mit den Phosphaten etwas, Cadmium ist das hier die giftige Angelegenheit, die Verbindung jedenfalls, etwas Cadmium zu, aber das Cadmium im Boden, es ist ja nicht so, dass der Boden nur ein Behälter ist, wo man was reintut und die Pflanzen das wieder rausholen, sondern der Boden ändert das um. Transformiert das. Das schlimmste Pflanzengift überhaupt ist Aluminium und das ist im Boden in großer Menge drin. Das merkt man nur nicht, kommt auch nicht in die Pflanzen, weil durch den richtigen pH-Wert, wie wir das nennen, durch den richtigen Kalkzustand, das Aluminium inaktiv bleibt, gar nicht aufgenommen wird. Und so ähnlich ist es auch mit dem Cadmium. Das Cadmium kann man zwar zuführen, wird aber großenteils derart festgelegt, dass die Pflanze das überhaupt nicht anrühren kann. Es war ja ein großes Wunder beinahe, dass bei einer Untersuchung in Nordrhein-Westfalen der höchste Cadmiumgehalt in Pflanzen ausgerechnet von einem Ökobetrieb kam, was natürlich gar nicht vorgesehen war. Kann man aber gut erklären, weil der nämlich auch nicht gekalkt hatte. Der hatte einen ziemlich sauren Boden. Und dadurch war das Cadmium aktiviert worden. Normalerweise ist das kein Problem. Ähnliches mit dem Uran. Uran ist ein Strahler, das ist richtig. Und wenn man nicht in den Pflanzen haben und schon gar nicht in der Nahrung haben, genau richtig. Aber man muss sich, glaube ich, frei machen von dem Gedanken, dass alles bestens natürlich und gut ist. Nur nicht einige Dinge, zum Beispiel Uran. Wenn ich hier meine Hand angucke, ist auch ein Strahler. Warum? Weil hier Kalium 40 drin ist, in jeder Hand. Der Mensch ist ein Atomstrahler. Das ist eine ungewöhnliche Perspektive, aber so ist es. Die Frage ist nur, dass man das in Grenzen halten muss, möglichst in niedrigen Grenzen, und dass man das, was man als Dünger zuführt, wirklich auch unter Kontrolle hält. Und dafür haben wir die Düngergesetzgebung. Ich fürchte nur, dass beim Phosphat es so sein wird, dass man vorläufig, kann man ja die Lager mehr nehmen, die wenig Uran und Cadmium und alles haben, und mit der Zeit aber man froh sein wird, dass man überhaupt noch was hat.
Da sieht es aber schon ganz anders aus. Wer hierzu gerne noch Fragen hat, kann man gerne noch weiter ausführen. So, zur Anwendung der Dünger, der zweite Punkt. Es ist ja nicht so einfach, die Dünger richtig anzuwenden. Wer weiß das besser als der Düngerberatungsring, FUVD. Natürlich kann man sich einigermaßen orientieren an dem Bedarf der Kulturpflanze, das ist richtig, aber da der Boden eine so wichtige Einflussgröße ist, muss man den berücksichtigen und man kann eigentlich sich nur hier auf Methoden verlassen, die entwickelt worden sind in der Bodenanalyse, in der Pflanzanalyse, um zu sehen, wie reagiert dieser Boden unter diesen klimatischen Umständen auf die Düngung, was muss ich tun. Es wird vielleicht auch meines Erachtens, und überhaupt hat die Wissenschaft vielleicht zu wenig betont, dass Landwirtschaft ja Urproduktion ist. Nicht normale Fabrikproduktion, sondern Urproduktion. Das heißt, einerseits, sie schafft aus Stoffen, aus sehr einfachen Stoffen, etwas komplizierte Nahrungsstoffe und zweitens war unter Umständen, unter Gegebenheiten, die unvorhersehbar sind. Ich weiß nicht genau über die Bodenfruchtbarkeit Bescheid, obwohl wir einige Möglichkeiten haben, uns daran zu tasten. Das kommende Wetter weiß ich überhaupt nicht. Ich muss also eine Planung machen ins sozusagen ins Ungewisse hinein. Und das wird in der Landwirtschaft wahrscheinlich immer so sein, da sie nun einmal Urproduktion ist. Das ist ein interessantes Thema, diese Urproduktion. Aber ich will das erstmal hier drauf beruhen lassen. So, was haben wir noch? Wir haben, was viel schlimmer noch als die Düngung, von der man ja vorwirft, dass sie die Qualität dadurch verringert, dass eine größere Masse produziert wird und dadurch weniger Qualitätsstoffe enthalten sind. Und zum Teil, dass einige Düngerbestandteile giftig sind. Letzteres kann man getrost ausschließen, stimmt nicht. Aber wie ist das nun mit dem Argument, sehr viel Masse wird produziert, um einen Satz zu bekommen? Man muss heute 7 Milliarden Menschen ernähren, was nicht ganz einfach ist und es immer noch geschafft wird. Aber wie ist es mit dem Wert? Kann man sagen, dass in der Biolandwirtschaft, Ökolandwirtschaft sehr viel bessere Qualität erzeugt wird, das ist aber ein Thema, was ich nachher gesondert behandeln will. Zusammenfassend kann man zur Düngung sagen, wenn sie richtig eingesetzt wird oder wenn man sich viel Mühe gibt, sie richtig einzusetzen, was ja wohl besser ausgedrückt ist, dann verbessert sie die Nahrungsqualität. Eindeutig und in jedem Fall. Die Böden sind sehr unterschiedlich, einige sind von Natur aus ziemlich arm. Und wenn man die verbessert, vor allen Dingen in den Stoffen, auf die es ankommt, dann wird die Nahrungsqualität besser. Wir haben ja heute die merkwürdige Phänomen, dass einerseits die Qualität in der Landwirtschaft deutlich besser wird. Qualität komme ich auch noch drauf zu sprechen, was es ist. Das kann man nicht einfach so in den Raum stellen. Andererseits aber die Krankheit eher zunehmen. Nicht nur, weil die Menschen älter werden, sondern auch, weil bei vergleichbarem Alter mehr Krankheiten da sind, einfach. Nach Ansicht der Ärzte. Ich nehme an, dass das so ist. Leider so ist. Und die Vermutung liegt natürlich nahe, als Verbraucher, dass man sagt, da wir sehr viele Stoffe mit der Nahrung zu uns nehmen, dass der Verbraucher sagt, das liegt an der Nahrung, das liegt an der Landwirtschaft. An der Düngung liegt das meines Erachtens überhaupt nicht, wenn sie sachgerecht gemacht wird, was ja meistens der Fall ist, jedenfalls hier in diesem Kreisen unter Kontrolle des Düngerberatungsringes. Natürlich ist die ganze Praxis nicht auf dem Niveau, den Herr Schütze und Herr Lichtenberg gerne haben möchte, aber langsam kommt das wohl alles dahin.
Nun zum Pflanzenschutz, was ja das Hauptthema ist. Warum benutzt die Landwirtschaft überhaupt Gifte? An sich möchte man eine Nahrung haben, die ohne Giftrückstände ist. Das soll sie ja sicher auch sein, aber es sind ja meist doch noch Rückstände vorhanden. Warum können Sie das nicht nachlassen, diese ewige Giftspritzerei? Das ist ja der Hauptvorwurf, den es überhaupt gegen die Landwirtschaft gibt. Dazu muss man auch etwas leider enttäuschen, die Menschen, indem man sagt, auch wenn ich nicht spritze, einfach nur normale Landwirtschaft ohne Spritzer mache, dann habe ich es auch mit Giften zu tun. Ich hatte einen Kollegen in Kiel, Doktor sowieso, den Namen lassen wir lieber mal weg, dessen Tochter wohnte in Süddeutschland und die hatte eine merkwürdige Krankheit und kein Arzt wusste, was es eigentlich ist. War unbekannt. Und er ist einmal hingefahren und hat gesagt, erzähl mir mal, was isst du eigentlich? Er hat gesagt, ich bin ein großer Müsli-Fan. Hat die Müsli-Dose hergeholt und hat angeguckt, da sind ja lauter schwarze Körner drin, was ist das denn bloß? Da weiß ich nicht. Das gehört wohl so, meinte die Tochter. Ja, das war also Butterkornrückstände. Die war langsam aber sicher geschädigt durch Butterkorn. Das entsteht ja von Natur aus, vor allen Dingen im Roggen, aber auch in anderen Getreiden. Und wenn man dagegen nichts tut, ist das ganz schlimm. Die Butterkornkrankheit war früher bei den Ärzten sehr wohl bekannt, heute unbekannt, weil es sie kaum noch gibt. Also ich will darauf raus, dass der Pflanzenschutz ja irgendwas machen muss. Wenn man nämlich nichts macht, dann gehen etwa 30%, schätze die Leute, an Ertrag verloren. Und das ist natürlich schade bei einer Ware, die knapp, weltweit ziemlich knapp ist. Man setzt Gifte ein, um zu verhindern, dass die Nahrung vergiftet ist. So können wir das mal ausdrücken vielleicht. Ich kann ja nicht alles mit der Hand bekämpfen. Käfer krank. Mir muss als Kinder noch Kartoffelkäfer absammeln. Da geht ja noch einigermaßen Kartoffelkäfer. Aber Pilze und sowas kann man nicht absammeln. Die muss man anders bekämpfen. Hat man früher ziemlich brutal gemacht mit Arsenmitteln und allem möglichen Kram. Weil man sich nicht zu helfen wusste. Ich habe einen alten Bericht von Babylon von vor 4000 Jahren. Wenn da die Rostkrankheit, die hieß ja nicht Rostkrankheit, die hieß Samana, wenn diese Krankheit auftrat, dann wurde die ganze Stadt rangeholt, um die Felder durchzusehen, jede befallene Pflanze abzusteigen und zu verbrennen. War die einzige Möglichkeit damals. Wenn man das nicht tat, dann lief man in eine schwere Hungersnot und viele kamen dabei um. Also das war schon vor 4000 Jahren. Der Pflanzenschutz hat eine große Rolle gespielt, wenn man nichts tut. Wenn man nichts tut, es schafft man nicht etwa ein giftfreies Produkt. Das ist das eine. Das andere ist, dass man auch sehr viel weniger erntet, mindestens ein Drittel. Die normale Produktion, wenn ich das mal einschieben darf, ist normalerweise, wenn man gar nichts macht, landwirtschaftlich, nur aussät, den Boden vorbereitet und aussät, dann erntet man ungefähr 80 Gramm pro Quadratmeter. Der Tisch ist ungefähr 1 Quadratmeter, also 80 Gramm. Das sind in Doppelzentner ausgedrückt, 8 Doppelzentner. Man möchte sich lieber 10 merken als 8, aber es war nicht ganz 10. Aber wenn man 10 sagt, ist auch schon ganz gut. Also die natürliche Produktion in der Landwirtschaft, ohne viel dazu zu tun, vielleicht ein paar Disteln abstecken und sowas, oder mehr auch nicht, dann erntet man ungefähr 10 Doppelzentner. Heute ernten wir im Durchschnitt der Bundesrepublik 80 Doppelzentner und Herr Lichtenberg wäre ja unglücklich, wenn er nur 80 Doppelzentner pro Hektar erntet an Getreide, Mais und sowas. Also wir ernten das Achtfache von dem, was früher geerntet worden ist.
Und dadurch ist es überhaupt möglich, so viele Menschen zu ernähren. Und wir verhindern die Verluste, die hohen Verluste durch Pflanzen, Schädlinge, Käfer, Pilze, Bakterien, Virus, was es alles gibt, durch Pflanzenschutz. Richtig ist, dass der Pflanzenschutz so wenig wie möglich sein sollte. Auch hier in der Anfangszeit hat man nach dem Motto gearbeitet, viel hilft viel, und das war nicht so gut. Aber der heutige Pflanzenschutz, wie er jetzt existiert und sachgerecht angewendet wird, dem kann man nur zustimmen, weil ohne Pflanzenschutz sehr viel weniger geerntet wird, das ist eine, zum anderen aber eine giftfreie Nahrung überhaupt nicht möglich ist. Der dritte Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte, ist ja die viel diskutierte Gentechnik, die in Deutschland weitgehend verboten ist, weil die Menschen furchtbare Angst haben. Die Deutschen haben überhaupt viel Angst vor allem Möglichen, vor allem vor der Atomkraft, aber auch vor Gentechnik. Natürlich kann man Angst haben, dass die Gentechniker große Fehler machen, indem sie das Erbgut vieler Pflanzen verändern. Das geht ja noch, aber das Erbgut der Menschen vielleicht verändern, ist vorläufig verboten, aber ich denke, dass langfristig wird das sich nicht aufrechterhalten lassen. Denn Deutschland ist ja nicht allein auf der Welt, sondern andere Länder sind auch noch da und die arbeiten so ganz erheblich mit Gentechnik. Es ist ja im Grunde eine Pflanzenzüchtung, mit der man sehr viel schneller vorankommt. Es ist etwas unglücklich an der ganzen Entwicklung der Gentechnik, dass sie angefangen sind mit der Resistenz gegen Herbizide, also gegen Unkrautmittel. Alles abtöten auf dem Feld, bis auf eine Pflanze, das ist meine Philosophie der Landwirtschaft, Dickrollen, kann man nicht behaupten. Aber andere Ziele sind natürlich sehr viel sinnvoller, nämlich die Pflanzen Resistenzen einzubauen gegen bestimmte Krankheiten oder Qualitätsmerkmale verstärkt einzüchten durch Gentechnik. Was mich etwas ärgert an den Kollegen der Gentechnik ist, dass sie immer sehr große Versprechungen machen. Wir können das und das alles erreichen, das mag sein. Wenn sie aber wir sagen, meine ich nicht unbedingt diese Leute, sondern vielleicht in 100 Jahren wird alles günstiger sein. Wir kommen wahrscheinlich um die Gentechnik als solches nicht herum, aber vielleicht in einem anderen Ausmaß, wie man heute sich das vorstellt. Ja, ich kann darüber auch noch ein bisschen mehr erzählen, aber im Moment nicht. Ich möchte lieber noch auf das Thema kommen. Wenn man das alles nun nicht will und nicht macht, dann ist man im Bereich der Ökolandwirtschaft oder Biolandwirtschaft. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Die Menschheit hat Jahrhunderte, um nicht zu sagen, seit der jüngeren Steinzeit nach diesem Prinzip gearbeitet, die Bodenfruchtbarkeit ausgenutzt. Zum Teil wird es heute noch so gemacht. Das Prinzip war ja, die Bodenfruchtbarkeit, die Böden, so wie sie einmal sind, zu nutzen einige Jahre. Und wenn es nicht mehr recht geht, gehen wir woanders hin. So arbeitet man heute in den Tropen im Urwald nach dem Prinzip der Umlagewirtschaft. Die Russen haben in der Steppe so gewirtschaftet. Die Frage ist nur, ist diese Nahrung, die man allein durch die Bodenfruchtbarkeit mit einem Rückführung von Betriebsabfällen, Kompost, Steinmist, vielleicht auch mit sonstigen Naturprodukten, ist diese Nahrung wertvoller oder ist sie das nicht? Und da muss man zum Qualitätsbegriff erstmal kommen. Neulich habe ich einen Vortrag über Qualität gehört, habe mich gewundert, was der aus der Industrie, was der wohl erzählen wird. In Qualität, sagt er, ist Kundenzufriedenheit. Kundenzufriedenheit. Wenn ein Kunde zufrieden ist, dann ist mein Produkt gut, dann kann ich so beibleiben, ist er unzufrieden, muss ich das ändern. In der Landwirtschaft könnte man natürlich sagen, Qualität ist dann gegeben, wenn daraus eine
gute Gesundheit folgt. Und das ist eben nicht nur bei der Nahrung schwer zu fassen. Bei industriellen Produkten kann ich das besser beurteilen. Bei der Nahrung geht es weitgehend nach Geschmack. Das Hauptkriterium für Qualität war seit eh und je der Geschmack. Wenn etwas gut schmeckt und ich nicht gleich tot umfalle davon, dann ist es eine gute Nahrung. Und wenn es bekömmlich ist, auch längere Tage noch, bekömmlich und geschmackvoll, das will man haben. Aber damit, nur ist er leider Geschmack, ist er individuell unterschiedlich. Der eine macht das gern, der andere macht das gern. Ich brauche ja in der Wissenschaft, brauche ich ja ein Kriterium, das neutral ist, unabhängig von diesen ganzen subjektiven Einflüssen. Und da hat man ja seit langem schon, Gott sei Dank, entwickelt die Kriterien der Wertstoffe in der Nahrung. Und wenn man heute von Qualität spricht, auf wissenschaftlicher Basis, da meint man diese Wertstoffe. Was sind das eigentlich für Wertstoffe? Da ist die Frage, was braucht der Mensch eigentlich? Der Mensch braucht ungefähr 50 Nährstoffe. Habe ich neulich vor 2 Jahren an eine amerikanische Zeitschrift geschrieben. Da schrieb er mir zurück, das stimmt nicht, der Mensch braucht 20 höchstens. Hat er insofern natürlich recht, als 20 organische Stoffe, nämlich Eiweißbausteine, Vitamin und Vitamine notwendig sind. Aber aus unserer Sicht, Pflanzenernährung, nennen wir alles Nährstoff, was der Mensch braucht. Und das sind ungefähr 50 Stück. Wie kommt die Zahl 50 zustande? 10 Eiweißbausteine, die der Mensch also nicht selbst erzeugen kann. Etwa 15 Vitamine oder 20, beinahe schon, wenn immer mehr, und 20 Mineralstoffe. Der Mensch besteht aus wie vielen Teilen, verschiedenen Teilen, Tausenden von Teilen, aber einige kann er eben nicht produzieren. Die meisten kann er sich selbst produzieren, vieles kann er nicht produzieren. Und die muss er eben mit der Nahrung bekommen. Und darum ist unser Qualitätsbegriff heute in der Nahrung, oder für die Nahrung genau genommen, der Gehalt an diesen Wertstoffen. Wie viele Vitamine sind da drin? Die Eiweißbausteine spielen in Deutschland keine große Rolle, weil wir keinen Mangel haben daran. In Afrika sieht das ganz anders aus. Aber Vitamine haben wir verbreitet, auch hier bei uns Mangel. Ich weiß, dass manche Mediziner diese Aussage glatt ablehnen würden. Weil sie sagen, wenn man sich richtig ernährt, hat man ja genügend Vitamine. Das ist auch richtig, aber immer mit einem Wenn davor. Wenn man sich richtig ernährt, hat man natürlich genügend Vitamine. Aber wer ernährt sich denn richtig? Und welcher Jugendliche ernährt sich richtig? Das ist doch sehr die Frage. Wenn man nur Pommes zu sich nimmt und ähnliche Sachen, die mögen vielleicht ganz gut schmecken, aber nahrhaft sind sie nicht so recht. So, die Frage ist, wenn man beurteilen will, ob eine Nahrung, die in der Landwirtschaft erzeugt wird, qualitätsmäßig hoch oder niedrig ist, dann muss man nach diesen Wertstoffen untersuchen und nicht nach Geschmack gehen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, um auf den Biolandbau zurückzukommen, von Untersuchungen, die zeigen, dass die Qualität der Bionahrung im Durchschnitt nicht besser ist als die andere, auch eher etwas schlechter. Eher etwas schlechter, was die Produktqualität anbetrifft. Das ist so, Einzelbetriebe können natürlich in dieser Wolke, die das ja wissenschaftlich gesehen ist, in diesem Schwarm von Punkten, am oberen Ende liegen oder am unteren. Das ist richtig. Aber wenn man ein Gesamturteil braucht, brauche ich ja einen Mittelwert sozusagen. Und da liegen die Biobetriebe nicht besser, obwohl sich Bio sehr schön anhört, auch Öko sehr schön anhört. Die Qualität ist nicht besser der Produkte. Neulich hat mir auf einer Party ein Bäcker, ein Verbraucher gesagt, in Gegenwart eines Bäckers, aber Biobrötchen sind viel gesünder als normale Brötchen.
Da hat er natürlich insofern vollkommen recht, aber nicht, weil man Bio-Ware verwendet, sondern weil im Bio-Denken noch mit drin ist, die ganze Ware zu beurteilen. Ein Bio-Brötchen wird mehr aus Vollkornmehl, nicht ganz Vollkornmehl, aber mehr aus weniger abgesiebtem Mehl produziert als die deutschen Brötchen, die zum Teil Type 405 sind beim Weizen. Also das sind die deutschen Brötchen in den Restaurants, ich will hier kein Restaurant irgendwie herabsetzen. Vielleicht in Zutz ist eine Ausnahme. Die sind ja fast wertstofffrei. Fast wertstofffrei. Schmecken vielleicht ganz knackig und frisch, wenn sie aus dem Ofen kommen, aber enthalten kaum noch Mineralstoffe, ist vorher abgesiebt vom Mehl, kaum noch Vitamine, weil das beim Weizen alles unterhalb der Schale liegt. Kartoffeln ein ähnlicher Fall. Kartoffeln, die meisten Wertstoffe liegen unter der Schale oder in der Schale. Das heißt also, Pellkartoffeln sind viel besser gesundheitlich als Schälkartoffeln. Na, das erzählen wir mal der Frau. Der wird so gut drauf. Weil das Pellen vor dem Essen natürlich keine reine Freude ist, aber entweder spricht man über Gesundheit oder nicht. Beim Zucker zum Beispiel haben wir erreicht, dass wir einen sehr feinen, weißen Zucker haben. Auch das ist schon gesundheitlich nicht so gut, weil viele Wertstoffe abgetrennt sind. Der Zuckerverbrauch übrigens beträgt 100 Gramm pro Tag im Durchschnitt. Im Durchschnitt 100 Gramm, das ist eine ganze Dose voll, pro Tag, wenn man alles mitrechnet. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich darüber gelegentlich einen Vortrag hatte über Zucker als solche. Also im Ganzen kann man das zusammenfassen. Wir essen, einige wahrscheinlich nicht, eine sehr verfeinerte Nahrung. Verfeinert heißt geschmacklich angepasst mit sehr viel Zusätzen. Während früher man das gegessen hat, was erzeugt wurde, also die normale Rohnahrung sozusagen, nicht roh gegessen, gekocht schon, aber eben nicht verfeinert. Und da liegt auch meines Erachtens die Erklärung drin, dass wir einerseits in der Landwirtschaft zwar immer bessere Produkte haben, mit sehr viel Mühe bei den Betrieben, die sich um die Qualität besonders kümmern, das sind die meisten, und andererseits die Leute dazu neigen, stärker krank zu werden, mit vielen Krankheiten. In einem Alter, wo sie an sich noch halbwegs gesund sein sollen. Weil die Nahrung verfeinert ist und das Erwachsene macht ja noch geht, das stimmt nicht, dass das für die zusammenfassen. Außer Biolandwirtschaft habe ich ja noch viel zu wenig gesagt. Kann ich noch nachholen. Ich sagte vorhin schon, man kann die ganzen Fremdeinflüsse wie Düngung, Pflanzenschutz, Gentechnik, alles weglassen und Bio-Nahrung erzeugen. In der Ansicht zu haben die Menschen seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden gelebt, das wird auch jetzt wohl noch gut sein. Der Geschmack ist jedenfalls gut, diese Nahrung. Das hat natürlich, kann man sehr wohl angreifen, diese Ansicht. Früher hat man auch vieles falsch gemacht. Noch vor dem Bereich Bio. Habe neulich ein Buch gefunden, wird die Antiquariatinhaber interessieren, die Sünden der Landwirtschaft früher. Früher gab es 37 Sünden, das allein ist ein Vortrag für sich wert. 37 Sünden, die der Landwirt begehen konnte, macht ja nicht alle. Die schlimmste Sünde war die falsche Preisvereinbarung. Das ist was. War nicht nur Ernährung oder zu viel Kredit aufzunehmen oder was es alles für Sünden gab. Es wäre interessant, heute mal ein Buch zu schreiben, die Sünden der Landwirtschaft. Heute gibt es genug. Aber man muss der Landwirtschaft immerhin zugute halten,
Man fragt sich ja manchmal, wohin treibt sie eigentlich? Die wird immer größer, die Felder werden größer, die Betriebe werden größer. Wohin treibt sie eigentlich? Man muss eher fragen, wohin wird sie getrieben? Die Landwirtschaft geht ja nicht irgendwie einen Weg, sondern wird getrieben. Es ist ein ökonomisches Unternehmen und muss sich nach dem richten, an den sie absetzt, an den Verbraucher. Wenn die, das sage ich mal von den Käfighühnern, wenn die Hühner in die Käfige wandern, nicht weil der Bauer das gerne will, sondern weil der Verbraucher ein billiges Ei haben will. So ist es. Deshalb macht der Landwirt das mit, wenn der, der Hühnerhalter ist, bleibt ihm gar nichts übrig oder sonst ist er eben raus aus dem Prozess. Ja, diese ganze Richtung Natur, Bio, hat ja angefangen Dr. Rudolf Steiner, ein Anthroposoph, früher Theosoph, mit dem ich mich sehr genau beschäftigt habe, weil er ja jegliche Düngung abrät. Er hatte auch als, er war Naturphilosoph, habe neulich einen Vortrag über Steiner gehört in Kiel, hat sich sehr an Goethe angelehnt. Die Naturphilosophen, das ist auch eine interessante Gruppe von Menschen, die spekulieren über naturwissenschaftliche Dinge nach. Kann man ja auch machen, bringt aber nicht allzu viel, weil durch reine Überlegung kann man das einfach nicht auflösen. Steiner war Naturphilosoph und glaubte, dass wenn man so weitermacht, wie die Landwirtschaft bisher war, alles in Ordnung ist. Er wurde 1924, das Datum weiß ich deshalb so gut, weil ich ziemlich nah an meinem Geburtstag heran ist, wenn er nicht ganz, wurde nach Schlesien gerufen. In Schlesien damals, nach dem Ersten Weltkrieg, haben die Betriebe viele Probleme, geldliche Probleme, kommen überhaupt nicht rum mit dem Geld. Und die Fachleute haben erzählt den Leuten, ihr müsst richtig düngen, ihr müsst mehr produzieren und dann habt ihr auch mehr Geld. Da haben sie ihm aber gesagt, Geld zum Düngerkauf haben wir nun gerade nicht. Haben wir nicht. Wir brauchen ein anderes Mittel. Und da kommt Rudolf Steiner und sagt, ihr braucht auch keinen Dünger kaufen. Es geht mit geheimnisvollen kosmischen Mitteln alles viel besser. Das Dünger für Geld, das Geld für Dünger behalten wir lieber. Ich werde euch zeigen, wie man einen Großbetrieb richtig führt. Er hatte von Landwirtschaft wirklich genau genommen, überhaupt keine Ahnung. Wenn man seine Bücher liest, kann man nur den Kopf schütteln. Damals hatten die Menschen natürlich deshalb von Landwirtschaft etwas mehr Ahnung als heute. Das ist richtig. Denn auch die Städte damals, die lebten ja noch halbwegs in der Landwirtschaft. Das war schon richtig. Aber er wusste so wenig. Er hatte vorgeschlagen, die kosmischen Kräfte zu aktivieren. Planetenkräfte und alles durch Kuhhörner mit bestimmten Stahlpräparaten zu versehen. Und dann gab es wesentlich bessere Erträge. Das hat er ihnen alles 1924 erzählt, aber die irgendwelche Ergebnisse hat er nicht abgewartet. 1925 starb er ja schon. Aber er hatte Nachfolger, Dr. Müller in der Schweiz, Dr. Husch, ein Buch geschrieben hat über Bodenfruchtbarkeit. Es ist richtig, dass man die Bodenfruchtbarkeit sehr betonen soll und als Basis auch für die Düngung nehmen. Nicht zu sagen, mit der Düngung mache ich alles und der Boden interessiert mich überhaupt nicht. Das ist ganz verkehrt. Insofern ist das schon richtig, aber es ist eben nicht so, dass von Hause aus, vom lieben Gott her gesehen, sozusagen alle Böden bestens fruchtbar sind. Im Gegenteil, die Fruchtbarkeit vieler Böden lässt mit der Zeit nach, muss ergänzt werden, muss verbessert werden. Was hat man alles gemacht, um den Boden zu verbessern? In meiner Heimat hat man gemergelt, mit großem Aufwand, Arbeitsaufwand, den Unterboden hochgeholt und oben verteilt. Andere Leute haben aus dem Wald Waldboden auf die Felder getragen oder vom Strand Seegras. Alles Mögliche, wo irgendwie Fruchtbarkeit vermutet wurde oder wo drin war, hat man geholt, um die Böden zu verbessern. Und trotzdem, das haben wir eben Liebig zu verdanken und ähnlichen Forschern, es nützt nichts, wenn ich ein
Faktor verbessere im Boden. Ich muss wissen, was braucht die Pflanze alles. Die Pflanze braucht ja mindestens 13 verschiedene Stoffe. Und ich muss ansetzen bei den Stoffen, die am wenigsten da sind, die sogenannten Minimumfaktoren. Und darum bemüht sich ja auch der Düngerverein, um das herauszufinden durch Diagnose, weil man das den Boden ja nicht ansieht. Ich kann auch so viel mit, das war ja die große Zeit der NPK-Düngung, Stickstoff, Phosphor, Kali. Das ging auch ganz gut im Großen und Ganzen, aber in vielen Fällen nützte das auch nichts, wenn man nicht Magnesium hinzunimmt. Magnesium, denke ich immer an meinen Kollegen Bergmann aus Jena, der Magnesium immer wieder betont hat. Die sekundären Nährstoffe, Magnesium, Schwefel, Calcium, Calcium deshalb nicht so sehr, weil Calcium wirklich in vielen Böden reichlich drin ist. Aber dann die Reihe der Spurenelemente, Mangan, Kupfer, Zink, alles das kann fehlen. Und wenn das fehlt, nützt die normale Düngung auch nicht. Die Bodenfruchtbarkeit liefert bei weitem nicht immer diese Stoffe in genügender Menge an. Ich muss also versuchen, diagnostisch daran zu kommen. Das macht die Landwirtschaft, gibt sich große Mühe und das kann man nur begrüßen. Und der Erfolg ist eben, wenn man das alles macht, dass die Nahrung, obwohl sehr viel mehr produziert wird, die gleichzeitig auch noch besser ist als früher. Besser ist als früher und daher zur Gesundheit mehr beiträgt. Man kann Experten sagen, da sind meine Meinung, etwa die Hälfte der Gesundheit geht auf Kosten der Ernährung. Das ist wohl richtig, das wird wohl im Großen und Ganzen so sein. Und es ist Gott sei Dank nicht so, dass man der normale Verbraucher Angst haben muss, wenn er normale Nahrung kauft, dass dadurch seine Gesundheit ruiniert wird. Das ist nicht so. Er soll nur nicht dem Trend der Verfeinerung zu sehr unterliegen und die ganzen Wertstoffe abtrennen oder abtrennen lassen. Das ist ja die sogenannte Kleie beim Brot. Die Kleie geht an die Schweine, die sind deshalb auch ziemlich gesund. Weil sie all die Wertstoffe kommen, auf die der Mensch verzichtet, großzügig. Wer was für seine Ernährung tun will, kann die normale Nahrung kaufen, ohne weiteres, ohne Probleme und braucht nicht in der Öko herzulaufen.